willkommen. Ein neuer Traumabend. Vielen Dank. Hier im Kapitol vom Kuschelsender für Sie. Fantastische Gäste, ein großartiges Programm. Draußen ist es kalt. Glückwunsch, dass Sie sich bei uns eingeschaltet haben. Und liebe Tierfreunde, wenn Sie uns regelmäßig sehen, dann wissen Sie, wir sind die offizielle Show, die ein Herz für Tiere hat. Und ich habe geweint. Heute, als ich erfahren habe, ja, es gibt jetzt bei uns in unserer großartigen Heimat in Deutschland etwas Neues. Es gibt einen ersten Hilfekurs für Hundebesitzer. Fantastisch, oder? Ein erster Hilfekurs für Hundebesitzer, das ist sehr notwendig, falls mal ein Schäferhund von einem Kleinkind angefallen oder gebissen wird. Damit Sie gleich verbinden können. Ja. Für viele Hunde kann eigentlich die wirksamste erste Hilfe bedeuten, bitte keine Pralinen mehr. Sie wissen, da macht manches Frauchen aus gut gemeinter Zuneigung eins zu viel. Und man hat jetzt festgestellt in der Tierforschung, die häufigste Verletzung bei Dackeln sind Verbrennungen am Bauch. Ja. Wenn er über den Asphalt geschleift wird. Vorsicht. Meine Lieblingshunde, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie mein aufregendes Leben seit Jahrzehnten verfolgen. Meine Lieblingshunde sind Yorkshire Terrier. Diese kleinen, bisschen Atembeschwerden, teilweise bei Fehlzüchtung. Ganz süße Hunde. Und ich frage mich, gibt es eigentlich bei Yorkshire Terriern Schockzustände? Wenn zum Beispiel der Frau der Brilli in die Kloschüssel fällt oder so und das Tierchen sieht das, kann es einen Schock erleiden? Wenn ja, legt man in solch einem Fall das Beinchen hoch? Und welches? Welches? Das ist ja bei diesen süßen, kleinen, behaarten Beinchen oft gar nicht richtig zu sehen. Es gibt wirklich schon Herrchen, und das macht mich stolz, die in ihrer Tierliebe so weit gehen, dass sie mit dem Rumpfass um den Hals auf ihren Bernhardiner zukriechen. Einfach um zu sagen, ja, ich bin da, meine Damen und Herren. Und es ist nicht nur die Liebe zum Tier, die uns hier so beliebt macht, es ist auch die Liebe zu den Menschen und vor allem zu einem, von dem wir mit Schrecken erfahren mussten, dass er am Freitag aufhören will, meine Damen und Herren. Aber wir sagen, das kann nicht sein. Auch heute unsere große Aktion. Schauen Sie hier, Ede, wir brauchen dich. Ja. Meine Damen und Herren, ich habe mich heute noch mal in meinem Lieblingspolitmagazin Brisant bei meiner Star-Moderatorin Griseldis Wenner, geborene Promnitz, vergewissert. Ein unangenehmer Polizeiskandal in Berlin. Es sind aber nur genau 4 Polizisten betroffen. Und zwar folgendes. 4 Polizisten angeblich betreiben in Berlin neben ihrer aufreibenden Tätigkeit als Polizisten ein Bordell. Schrecklich, aber es sind nur 4. Es sind nur 4 aus der ganzen tollen Berliner Polizei. 4 betreiben ein Bordell. Man spricht jetzt vom sogenannten Blaulichtmilieu. Ja. Und da fällt mir ein, die großartige Zeit, die wir auf der Funkausstellung hatten. Es war ein Teil der Berliner Presse hat uns übrigens übel genommen, dass wir das Maskottchen, den Berliner Bär, angezündet haben zum Schluss. Die einzige Möglichkeit für uns ist, ein bisschen warm ums Herz zu haben. Es war ja nicht bös gemeint, oder? Das sagt man nur so, Kinder, da brennt der Bär, oder? Nein, da steppt der Bär, da steppt der Bär. Ein falsches Verb und schon sind wir die Leute gegen einen. Die Stars in diesem Polizistenpuff oder in diesem von einem Teil der Berliner Polizei betriebenen Bordell sind die grüne Minna und Kommissar Sex. Die stehen sozusagen ganz oben auf der Wunschliste. Ich finde, es ist ein schmaler Grat zwischen zu sagen, ja, ich gehe auf Streife und ich gehe auf den Strich. Oder? Das ist irgendwie diese Nähe des Milieus. Was ich mich gefragt habe, wenn die Polizei ein Bordell betreibt, heißt das nicht safer Sex? Ich meine, das kann doch nicht so passieren, oder? Und für mich beantwortet es endgültig die Frage, was machen eigentlich die Bullen nach Feierabend mit dem Knüppel? Ein Teil!
Teil. Das ist eine Methode, ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, für mich, um zu testen, ob ich Mundgeruch habe. Ich möchte wissen, ob es mein Mundgeruch ist oder die langweiligen Fragen, warum Gäste teilweise so angewidert reagieren abends bei mir. Und ich war so begeistert, als ich heute Morgen erfahren habe, in Kanada gibt es jetzt weltweit die erste Mundgeruchklinik. Tolle Sache, oder? Der Fachausdruck für Mundgeruch ist Halitosis. Halitosis, wenn ihr in der Arzt sagt, also sozusagen finale Halitosis mit, ja, mit letalem Ausgang, dann kann das heißen, das nächste Mal, wenn Sie einen anhauchen, fällt der Tod um. Und menschliche... Mundgeruch. Ja, es gibt menschliche Schnüffler in dieser Klinik in Kanada, in der Provinz British Columbia, und die analysieren sozusagen diesen Mundgeruch. Und die Klinik, in der das stattfindet, heißt das Spearmint Hospital. Dort wird es gemacht und der leitende Arzt ist Dr. Best, bekannt für seinen Schwingkopf. Eine tolle Sache. Halitosis ist jetzt teilbar in British Columbia. Die erste Klinik ist das, in der die Patienten Mundschutz tragen. Weil man muss ja erst mal wissen, woher der Geruch kommt. Häufig auch psychosomatisch. Es ist, glaube ich, die einzige Klinik, in der man auf die Toilette geht, um frische Luft zu schnuppern. Oder? Boah. Oh, wo kommst du denn her? Oh, Zimmer 14 hat wieder nachgelegt. Und die berühmten, leider ein schrecklicher Todesfall in der letzten Woche. Ein Assistenzarzt und seine letzten Worte zum Patienten waren: Sagen Sie mal bitte ganz laut, ah. Viele Menschen in Kanada sind jetzt durch ihren starken Mundgeruch stark vereinsamt, daher der Begriff einer Kanadier. Soll ich übrigens mal vormachen, wie Kanadier gefahren wird? Wollen Sie das mal sehen von mir? Soll ich mich da mal verausgaben? Ja. Für Sie mache ich das. Rudern. Ja, rudern, das ist das hier. Und paddeln, das ist das hier. Und Kanadier, das ist dieses. Für liebe Sportfreunde, das ist der einer Kanadier. Oder? So toll. Das ist einer Kanadier, und ich mache es auf dem Weg noch um zum Mitschreiben nochmal. Einer Kanadier, paddeln und rudern. Mach ich gern. Mach ich gern. Man sagt, wenn man Mundgeruch hat, Ernährung umstellen. Kein Fleisch, keine scharfen Gewürze. Häufig hilft es auch, wenn man ab und zu mal im Monat nachts die dritten Zähne rausnimmt und ein bisschen reinigt. Ja, das ist so. Ja. Mundgeruch, man sagt, er fischelt. Oder? Das sagt man auch oft. Weil man weiß ja nicht, kommt es vom Magen oder von den Zähnen. Und man selber merkt es ja nicht. Ja. Ich habe es lange nicht gemerkt. Und jetzt traut sich keiner mehr, mir das zu sagen. Ich werde es nochmal bei Samantha Fox und bei Stefan Jürgens, meinen Gästen, heute testen. Es gibt etwas Tolles, wenn Sie sich ein bisschen Kind bewahrt haben in Ihrer Seele und wenn Sie gleichzeitig Börsenjunkie sind. Die Sesamstraße geht an die Börse. Eine großartige Meldung. Unsere tollen Figuren, Ernie und Bert, das Krümelmonster und so weiter, gehen an die Börse. Und viele fragen sich, wieso, weshalb, warum? Wie soll man sich das vorstellen? Wie soll man sich das vorstellen, wenn die Sesamstraße an die Börse geht? Stehen dann irgendwie Leute auf der Straße und sagen, Psst, tausche Geld gegen Aktien, genau. Und ich würde sagen, Tiffy, eine meiner Lieblingsfiguren in der Sesamstraße, Tiffy ist eigentlich so der Typ Frau, den ich mir bei der Commerzbank als Fondsmanagerin vorstelle. Wenn Sie an der Börse momentan zum Beispiel diese fantastischen Gewinne der Telekom teilen, das sind ja Milliarden von Pfennigen, die da auf Billiarden von Aktionären fallen, dann werden sich viele fragen,
wenn die Sesamstraße an die Börse geht, soll ich mir denn Aktien kaufen von einem Unternehmen, wo die Hälfte der Belegschaft entweder in der Hängematte liegt oder in der Mülltonne wohnt? Ja. Und ich habe mich das auch gefragt. Kann man Aktien kaufen von einem Unternehmen, wo die Hälfte in der Hängematte liegt oder in der Mülltonne wohnt? Warum nicht? Sie haben ja auch Aktien von ProSieben. Ja. Diese Geste hier habe ich heute rübergefaxt bekommen aus dem Sat.1 Gestenrepertoire. Ja. Die wird in Berlin abgehangen. Normalerweise ist die für die Kollegen von RAN, wenn eine Schaltung nicht klappt. Aber ich darf jetzt auch benutzen mit dem Satz, ach, ich habe mich gefragt, haben wir nicht irgendwas vergessen? Haben wir nicht irgendeine Randgruppe beleidigen vergessen zu, also wissen Sie schon, nicht auf den Schlips getreten? Ja? Das ist immer mein Horror, dass ich mal aus Versehen drei Infinitive hintereinander bilde. Beleidigen zu vergessen. Wird es nicht irgendwann so gewesen sein, dass Sie sagen, wir haben eine Randgruppe vergessen zu beleidigen? Das wollte ich sagen. Und da fiel mir ein, ja, die Kekler. Wir haben noch nie Kegler beleidigt. Sind hier Kegler bei Ihnen? Ich sag's nochmal, der Unterschied zwischen Kegeln und Bowling ist, beim Bowling steckt man den Finger in die Kugel und beim Kegeln in den Hals. Oh. Moment, ich sag, Moment. Moment. Wenn Sie jetzt sagen, Kegeln, das ist nicht mein Ding, das ist doch eher so ein Primitivsport, falsch. Kegeln ist der absolute Trendsport der Zukunft, wie unser folgender Bericht zeigt. Du willst fahren? Come on. Get the feeling. Yeah, just do it. Feel the spirit. Surfen, nur du, die Wellen und ein Board. Surfen bedeutet scharfe Hengste. Heiße Stuten. Und jede Menge Fummeln und Pimpern am Beach. Surfen war das Ding. Bis gestern. Watch it. Bist du bereit für den ultimativen Thrill? Hier kommt Kegeln. Schmeck das Bier. Fühl die Kugel. Sieh die Pimpel. And let it roll, baby. Adrenalin pur für die crazy people. Scharfe Hengste. Heiße Stuten. Und natürlich fummeln und pimpern hinter den Bahnen. Kegeln, denn dein Körper will Grenzen. Kegeln, it will blow up your mind. Oh! Ich sage ja zu deutschem Wasser. In der einzigen Show im deutschen Fernsehen, in der man noch live deutsches Wasser trinkt. Es ist soweit. Zeit, mal richtig nachzudenken. In Sat 1, hier ist für Ihre grauen Zellen unser Bilderrätsel. Und zwar heute mega schwer. Sensationell schwer. Es geht um einen Namen. Na? Okay. Soll ich auflösen? Schauen Sie hier. Vier Kreuze, das heißt Cis-Moll. Dann geht es weiter. Art Garfunkel. Das hier ist Zinn. Und das ist das Meer. Und das ist Golo Mann. Cis-Molla Zinn-Mann. Hey! Da können wir sehen. Falsch! Der Megawitz, und das kann schon mal passieren, weil ich natürlich überqualifiziert bin, weil ich einfach eine wahnsinnig teure Ausbildung genossen habe, meine Damen und Herren. Das ist natürlich nicht Cis-Moll, Helmut, oder es ist die Parallel-Dur-Tonart E-Dur. 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 Vier Kreuze. Die Musiker unter Ihnen werden das kennen.
Es ist E-Dur und damit gibt natürlich das Rätsel einen Sinn. Eduard Zimmermann. Ja! Eduard Zimmermann, Ede, wir brauchen die große, große Aktion. Mal sehen, ob Deutschlands Videotext Nummer 1, der Sat.1-Videotext, schon darauf reagiert hat, auf den Rücktritt von Ede. Tatsächlich, Andrea Bocelli zu Zimmermann Abschied. Wir sehen uns, Alter. Seite 111. Gibt's denn noch was von Promis? Gerüchte aus München besagt, Eduard Zimmermann wird Nachfolger bei Derrick. Was? Was haben wir denn noch? Kripo in Wien behauptet, Aktenzeichen XY ist schon seit Jahren gelöst. Was habe ich? Hier. Rudolf Moshammer zu Zimmermanns Abschied. In deiner Show war ich noch nicht, das müssen wir nachholen. Toll, oder? Wie hat eins da reagiert? So, Sie fragen sich vielleicht, wenn Sie diese Show häufiger sehen, man sieht immer nur sozusagen die Figuren, aber wer sind eigentlich die Schauspieler? Wer sind die Darsteller, die zum Beispiel die Figur von Harald Schmidt spielen oder von Helmut Zerlett? Wer sind diese großartigen Künstler, die ihr eigenes Ich verleugnen, um psychisch doch sehr zweifelhafte Charaktere jeden Abend auf die Bühne zu bringen? Wir lüften das Geheimnis mit einem total offenen und ehrlichen Blick hinter unsere Kulissen. Seit fast zwei Jahren stehen Sie Abend für Abend auf der Bühne des Kapitols. Für uns Zeit zu fragen, wer sind die Schauspieler hinter den Figuren der Harald-Schmidt-Show? Nach 400 Shows, wird da der Film- und Fernsehschauspieler Hans Petermann nicht langsam wirklich zu Harald Schmidt? Nach so vielen Sendungen kommt schon mal vor, dass man auch außerhalb des Kapitols in die Rolle fällt. Aber natürlich ist ein Stück von Hans Petermann mittlerweile in Harald Schmidt, genauso wie ein Stück von Harald Schmidt in Hans Petermann ist. Was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass das Ganze nur eine Rolle ist. Und das ist für mich schon sehr irritierend, wenn ich dann im Supermarkt plötzlich mit Harald Schmidt angesprochen werde. Es fällt schwer, sich jemand anderen als Hans Petermann als Harald Schmidt vorzustellen. Dabei hatte Produzent Steven Spielberg erst einen ganz anderen Typ vor Augen. Vor meinem inneren Auge war Harald Schmidt klein, etwas untersetzt und liebenswürdig. Aber als Hans Petermann dann bei mir im Büro stand und mir sagte, wie er sich die Rolle vorstellt, da wusste ich genau, das ist er. Außerdem hatte mich Petermann schon als Max Schautzer, Werner Schulze-Erdl und Petra Schurmann überzeugt. Auch keine einfachen Rollen. Für mich war von Anfang an klar, Harald Schmidt muss bissig sein, zynisch und gemein. Und das habe ich dann wochenlang geprobt und tierisch natürlich meine Mitmenschen genervt, vor allem meine Frau. Doch für Produzent Spielberg war das Besetzen einer anderen Rolle noch viel schwieriger. Als wir uns dazu entschlossen, dass die Figur Helmut Zerlett wirklich klein sein sollte, hatten wir ein Problem, einen Schauspieler zu finden, der kleiner war als 1,40. Aber ich denke, das haben wir mit den Schellhorst-Zwillingen hervorragend gelöst. Jeden Abend steigt ein anderer der beiden elfjährigen Schellhorst-Zwillinge in das Helmut-Zerlett-Kostüm, damit es keinen Ärger mit dem Jugendschutz gibt. Was sagen denn Ihre Mitschüler dazu? Die finden das echt klasse. Nur manchmal finden die, dass wir echt doofe Musik spielen. Über zwei Jahre, fast 400 Mal als Harald Schmidt auf der Bühne. Wie lange kann sich Hans Petermann denn noch vorstellen, die Rolle zu spielen? Ich bin noch überhaupt nicht müde, weil ich kann natürlich die Figur Harald Schmidt in völlig neue Richtungen entwickeln. Aber eines Tages möchte ich natürlich wirklich wieder ernsthaft Theater spielen. Und dann sagen die Leute hoffentlich auch im Supermarkt wieder Hans Petermann zu mir. Und zum Ausgleich habe ich jetzt eben noch verschiedene Spielfilmprojekte laufen. Sehen Sie den Darsteller von Harald Schmidt, Hans Petermann, in Dr. Chivago 2. So geht das zu bei uns. Samantha Fox, Stefan Jürgens heute bei uns zu Gast und ein großartiger, einer der ganz Großen des deutschen Humors. Eine echte Überraschung, meine Damen und Herren. Wir alle freuen uns immer... Oh, die Telefonzentrale, ich bitte um Verständnis. Hallo? Hallo, Herr Schmidt, hier ist ein Nicke Pilic von der Telefonzentrale. Hallo, Herr Pilic. Herr Schmidt, eine Frage. Ja? Morgen kommen die Handwerker und ich wollte fragen, was Sie für einen Belag in Ihrem Büro haben wollen.
Rasen oder Beton oder Asphalt oder Sand? Ja, einfach Teppichboden. Ist okay für mich. Okay, ja. Hi dann. Schönen ja. Abend. Tschüss. Danke. Tschüss, Herr Pilic. Niki Pilic in unserer Telefonzentrale. Der ehemalige Davis-Cup-Chef des Deutschen Tennisbundes. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, auf meinen ersten Gast. Harald, ja? Ein kleines Problem, bis der erste Gast kommt, dauert es vielleicht noch gut 3 Minuten. Die müssten wir noch überbrücken. Die Stimme unseres Regisseurs. 3 Minuten. Ich könnte mal gucken, was auf anderen Sendern läuft. Was ist denn in der Champions League los? Und hier noch das Champions League-Highlight vom Dortmund-Spiel. Das war für mich persönlich die grüne Hose von Steffen Freund beim Auslaufen. Und damit zurück zu Günter Jauch und Franz Beckenbauer. Ja. Das ist ganz nett, aber. Drei Minuten. Was gibt's denn bei meinem Lieblingssender TRT? Kucak dolusu sevgiler sunuyorum ve yarışan şahinleri başlatıyorum alkışlarla. Yarışan şahinlere hoş geldiniz. Hadi alkış Ayşegül ablaya. Ayşegül abla geliyor. Çok 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 alt. So, wie sieht's jetzt aus? Schlecht, Harald. Dauert leider noch. Immer noch Zeit. Tja, dann repariere ich vielleicht mal diesen Stuhl hier, weil der nervt mich schon seit einiger Zeit. Der quietscht immer so komisch, wenn ich den Gästen die Hand gebe. So, wie sieht's jetzt aus? Leider immer noch Zeit. Immer noch Zeit. Dann, ja, dann zeige ich Ihnen am besten meinen super fitten Energie-Gesundheitsdrink. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Schauen Sie, Sie brauchen einen Mixer, Sie brauchen Milch, Sie brauchen eine Banane und das Allerwichtigste, Sie brauchen ein süßes kleines Meerschweinchen, oder? Ist doch süß, hm? Schauen Sie. Ganz aufgeregt, weil ich weiß noch gar nicht, was passiert. So, dann geben wir die Banane hier rein. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Und dann geben wir die Milch dazu. Ja, da bist du ganz aufgeregt, weil jetzt kommt gleich das Allerwichtigste. Das dürfen Sie in keinem Fall vergessen. Viele werden sagen, das ist brutal, das ist hart. Aber so ist halt nun mal, die Banane muss dran glauben. Ja, guck mal, wie die Susi sich da aufgeregt hat. So. Das hält so fit. Ah, ich kann Ihnen noch was zeigen. Schauen Sie mal, hier mit diesem geheimen Schalter habe ich eine Überraschung für unsere Zuschauer. Achten Sie mal bitte auf den Mann da hinten in der Mitte, der nie lacht. One. Diese Warterei. Oh, ich kann noch was ganz Tolles. Wenn ich mich ganz stark konzentriere, dann kann ich schweben. Ja, schauen Sie mal. Tick. Toll, oder? Ha. Jetzt konzentriere ich mich wieder nach unten. So, irre, oder? Bitte? Zur Seite geht auch, ja. Und wieder rein. Runter. So, jetzt haben wir die Zeit aber gut überbrückt. Und meine Damen und Herren, wenn Sie nicht in Köln wohnen, dann wissen Sie vielleicht, es gibt hier in Köln unseren super fantastischen Karneval. Humor, der vom Hetze kütt und sozusagen jeden erreicht. Aber es ist eine absolut harte Abteilung, denn es gibt eine harte Vorauswahl. Wer darf denn im Karneval überhaupt auftreten? Und schauen Sie, da gibt es Vorwettkämpfe. Und in der Bild-Zeitung gibt es die knüppelharte Kategorie
5 Kappen bis 1 Kappe, je nachdem, wie lustig einer ist. Büttenass, 5 Mützen, da wackelt selbst der Gürze nicht. 4 Mützen, Frohsinnskönig, bis das Zwerchfell bricht, eine tolle Rubrik. 3 Mützen, gute Type, üben, dann wird es was. 2, das ist schon ganz finster Langweiler, versuch's mal in Mainz, das ist sehr gemein. Ja. Und 1 Mütze, Nervensäge, nur die Klofrau freut sich. Abgesehen, dass dieser Satz nur die Klofrau freut sich, klofrauenfeindlich ist, meine Damen und Herren, hat es einen Künstler erwischt, von dem wir der Meinung sind, dass er einer der ganz, ganz Großen im Humor ist. Und er war hier in dieser Rubrik vertreten bei der Ausscheidung. Da stand Not gegen Elend in der Bütt. Eine echte Gemeinheit und deshalb heute bei uns neu die Kategorie Da lacht das Kapitol. Der erste Künstler, den wir in dieser neuen Reihe präsentieren, meine Damen und Herren, ein echter Knaller. Unser Star der künftigen Session 97-98. Herzlich willkommen, unser Humor Charlie. Boah, seid ihr alle schon an Bord der guten Laune? Hey. Ja, herrlich. Tolle Stimmung, erinnert mich direkt an meine Stammkneipe. Da ist auch immer echter Humor. Und ich sage immer, lieber ein wackeliger Kneipentisch als eine feste Beziehung. Nicht? In der Kneipe muss man ja nur ein klein wenig beobachten. Da stehen 3 Gäste am Tresen, sagt der Erste. Neue Hose, neues Sakko, habe ich von Otto. Otto finde ich gut. Der Zweite, neue Schuhe. Neuer Hut, alles von Otto. Otto finde ich gut. Der Dritte, neues Hemd, neue Krawatte. Habe ich von Otto. Otto finde ich gut. In dem Moment geht die Kneipentür offen. Kommt ein Herr in Unterhemd und Unterhose. Sagt er, hallo, ich bin Otto. Haben Sie es heute Morgen gelesen? Telekom AG und Post AG wollen wieder zusammenarbeiten. Haben auch schon einen neuen Firmennamen, Kompost AG. Man muss ja nur nach draußen schauen, sehen Sie bei uns im Dorf. Ein junger Mann mit einer Oldtimer-Maschine, Motorrad, noch mit Kickstarter, schwarze Lederjacke und der versucht die Maschine zu starten. 8-mal, 10-mal, das Ding springt nicht an. Er fängt an zu fluchen, in dem Moment geht die Kirchentüre offen. Kommt der Pastor raus. Sagt er, junger Mann, wenn Sie weiter so fluchen, wird Ihre Maschine nie mehr anspringen. Sie sollten es einmal mit Beten versuchen. Und tatsächlich, der junge Mann faltet die Hände, fängt an zu beten. Lieber Gott, lass mein Motorrad wieder anspringen. Der tritt rum, lief die Maschine. Sagt der Pastor, leck mich am Arsch, das hätte ich nicht gedacht. Sehen Sie, vorhin wir sprachen vom Kegeln. Die beiden Kegelbrüder, beide 65 Jahre alt, ewig zusammen gekegelt. Abends kommen die leicht angeschlagen. Da sagt Hermann zu Karl, du gehst nicht mehr nach Hause. Wir sind alte Kumpels, du schläfst bei mir, meine Frau nehmen wir im Bett in der Mitte, du links, ich rechts und dann ist das in Ordnung. Plötzlich nachts um 3 Uhr wird Hermann wach, sieht, dass Karl bei seiner Frau den Kopf am Busen liegen hat. Sagt er, Karl, was machst du denn hier? Ja, sagt er, ich höre so ein klein bisschen WDR 4. Sagt Hermann, lass mich auch mal hören. Der legt den Kopf an, nach 2 Minuten. Sagt er, hör mal, ich höre überhaupt nichts. Ja, sagt Karl, ist ja klar, du hast ja gern Stecker drin. Herzlichen Dank, alles Gute für die Session. Und wir haben die Adresse, wenn Sie Charlie buchen möchten, meine Damen und Herren, sehen Sie hier die Adresse eingeblendet. Charlie Katerndahl, Heisterbusch 13 in Wermelskirchen. Dankeschön. Toi, toi, toi. Danke sehr. Alles Gute. Ja. Tschüss. Meine Damen und Herren. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, hat mega Erfolg. 38 Gold- und Platin-Platten und ihre neue Single heißt The reason is you.
The Reason Is You von ihrer neuen CD Samantha Fox, 21st Century Fox. Herzlich willkommen, Samantha Fox! Yeah, I know why, but... Please, Samantha. Ich bin so wahnsinnig glücklich, Samantha, dass du wiedergekommen bist, denn es gab vor einiger Zeit mal... Olaf Mischti. Ja, ich hab dich vermisst, Harald. Ist es wirklich wahr? Wirklich. Was denkst du, wenn du an mich denkst? Well, I think, ja, also ich glaube, wenn ich an dich denke, dann denke ich... Grobman. Ja, der Grabscher. Wirklich? Not Superman. Nicht Nein. Superman. Grobman. Grabschermann. Der Grabscher. Man muss das vielleicht erklären. Samantha war vor ein bisschen mehr als einem Jahr schon bei uns. Und es gab ein Missverständnis. Und schauen Sie mal bitte selbst. Nein. Nicht Plastik, nichts, ganz echt. Anfassen. Nein. So. Das heißt, aus medizinischen Gründen ja. Ah! Ja, aber nur... Do you know what? Also, pass mal auf. Pass auf. Seit diesem Tag, sind meine Brüste nicht mehr das, was sie vorher waren. Wieso denn das? One is now smaller than the other. Die eine ist kleiner als die andere. Ist das wirklich wahr? Das kann doch gar nicht passieren, wenn... Ich meine, da kann nichts verrutschen oder so. It's true. Das ist so zusammengedrückt worden, ist jetzt ganz geschrumpft. Ich bin sehr dafür beschimpft worden. Und hast du Reaktionen drauf gehört? Hat man das noch woanders gesehen? No, hopefully, hopefully not, hoffentlich you know, nicht, hoffentlich nicht, weil irgendwo... I don't really want anyone else ich möchte eigentlich nicht, dass das so ist. Das ist das Erste, dass mir das jemals im Leben passiert ist, natürlich abgesehen von meinen Freunden. Glück gehabt hast du, muss ich sagen. Und du hast mich nicht mal zum Abendessen eingeladen. Nein, dafür war keine Zeit. Ich hatte alle Hände voll zu tun. Ja. I mean, it's beautiful cover. Danke. Schauen Sie bitte, das ist die Platte... 20th Century Fox und die Single heißt The Reason Is You. Der Grund bist du. Gibt es Ja, ich habe das tatsächlich selber geschrieben, dieses Lied. Und ich habe das nach dir genannt. Der Grund bist du. Eine Ballade? Nein, eine Ballade ist das nun nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu schnell für dich. Du bist ja gar nicht mehr ganz jung. Harald, wie alt bist du? 53. Oh, no, no. This Nein, is, this is too fast for you. Das ist zu schnell für dich, muss ich sagen. Ich habe, das ist so für die junge Generation. Oh, was ist das für ein Schmuck? Wow, können wir das mal sehen? Es freut mich jetzt, dass du hier das anschauen willst. Das ist eine Katze, fantastisch. Und diese Fingernägel, Samantha. No, this is a fox. Das ist ein Fuchs, das ist keine Katze. Das ist ein Fuchs. Ein Fuchs, natürlich, Samantha Fox. Stupid. Ja, dämlich. Ah, hier, schau, Samantha Fox. I love this one. Das ist großartig, meine Damen und Herren. Schauen Sie hier, Samantha Fox hat ein Getränk herausgebracht und das Getränk heißt Fox Mrg. Aber das ist die absolute Energy. Energy. The Fox Energy Drink. Fox Energy. Ja. Yes. Du hast dieses Getränk entwickelt. Man trinkt das und dann ganz plötzlich wird man der sportlichste Mensch der Welt danach. Und nicht nur so wie Harald, sondern dann wird ja aus wie ich, wenn ihr das trinkt. Harald trinkt das mal später. Ich habe Angst, dass ich mich nicht mehr bremsen kann. Samantha, ist es richtig, dass du nach Köln ziehen möchtest? More or less have actually. Ja, ich habe das eigentlich schon so mehr oder weniger gemacht. I'm here probably six ich bin months year, das halbe Jahr ungefähr hier. I mean, ever since I was, und zwar, 16, Germany has been a fantastic market nachdem ich for me. Gesehen habe, dass Deutschland so ein guter Markt für mich ist, habe ich mich dazu entschlossen. Cologne, und jetzt weiß ich auch, wo ich leben kann. Ich habe jetzt eine Wohnung gefunden. Und wahrscheinlich, grundsätzlich bin ich so sechs Monate im Jahr da. Ich gehe dann einkaufen, da kannst du mich mal treffen. Man kann es gar nicht glauben. Eine so junge, attraktive Frau wie du, du bist Single im Moment? Ja, ich bin Single im Moment. Meine Karriere ist einfach das Wichtigste in meinem Leben im Moment. Bei diesem Drink, da mache ich Promotion für die ganze Welt. Mein Album, das Ganze, natürlich auch promoten. Ich möchte es nochmal zeigen den Leuten. Das ist meine CD.
Und dann mache ich ihm auch Promotion für auf der ganzen Welt. Das heißt, ich habe keine Zeit für einen Freund. Ist denn der Wunsch in dir nach einer festen Partnerschaft, nach einer Ehe, nach Familie, nach Kuscheln abends, nach... Are you single? Bist du nur single? No. No. Well, if I can't have you, na gut, wenn ich dich nicht haben kann, dann will ich niemanden haben. Nein, also, ich bin sehr glücklich, dass du so wahnsinnig relaxed bist und dass du diesen kleinen Fehlgriff verziehen hast. Ich hatte echt Angst, du würdest dich rächen, wenn du kommst. Do you know what? I've forgiven you, also pass auf, ich habe dir vergeben, aber meine Großmutter hasst dich. Wirklich? Ja, ja. Because when the last time I was on your show, das letzte Mal, als ich hier war, da kam das auch in den englischen Zeitungen vor. Ich glaube, das war die Titelseite. Das war meine Großmutter. Die war so sauer. Die hat gesagt, wenn der dich noch mal anfasst, dann tritt ich mir in die Eier. So, I'm ready. Ja. Ja. Ich würde dich nie mehr anfassen. Nein, Samantha, ich schwöre es dir. Nein, wirklich sowas in the nuts? In die Eier. It was so unexpected. Ja. Es war so unerwartet, wirklich. Und ich war so schockiert. Deshalb habe ich so gelacht. Ne? Ich konnte es einfach mir nicht vorstellen, dass es wirklich sowas geben könnte. Hat es dir Spaß gemacht? Das war das Wichtigste. Es war für mich, es ging erstens zu schnell und es war für das erste Mal, dass ich sowas gefühlt habe. Insofern war ich ein bisschen gelähmt. Ja? Aber du hast es ja verziehen, Samantha. Komm wieder, wenn du von deiner Welttournee zurück bist, mit dieser Platte und einem Energy Drink. Du bist immer ein gern gesehener Gast und du wohnst jetzt praktisch. When you drink this, you see, also, wenn du das dann trinkst, dann bist du so energetisch und energiegeladen. Das nächste Mal, wenn ich dann komme, dann sitze ich nicht nur hier. Das sage ich jetzt schon. Okay, ich spreche mich. Versprochen. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, der Star bei RTL Samstagnacht und demnächst in zwei großen Kinofilmen zu sehen. Heute Abend hier bei uns. Herzlich willkommen, Stefan Jürgens. So, ich bin überrascht, dich zu sehen ohne Bart. Du, er musste ab. Wofür? Meine Mutter hat mich nicht mehr erkannt. Wirklich wahr? Wirklich wahr. Ich meine, ich spiele an auf diese Werbung, die du für die, muss es konkret sagen, Deutsche Post AG gemacht hast. Ja, da wird die Deutsche Post AG sehr froh sein, dass du das so ausgespielt hast. Natürlich, denn die haben sich ja getrennt von der Telekom und es ist nicht mehr die Post, sondern Deutsche Post AG gegen die Telekom. Und da warst du mit Bart, ich habe einen Spot gesehen, da ist auch der Bart abgefallen. Ja, ich hatte diesen Bart, weil ich in der Zwischenzeit gleichzeitig gedreht habe. Und dieser Bart war zwingend für den Film, deshalb hatte ich ihn da bei den ersten Spots der Post. Ach so, ich dachte, du wolltest nicht erkannt werden im Spot oder was? Nein. Ach so, der war für einen Film. Ja. War das für einen von diesen beiden Kinofilmen? Es war für Campus von Wortmann, ja. Der hat demnächst Premiere, dieser Film? Der Film kommt raus, ich glaube, 6. oder 10. März ungefähr. Was mich gewundert hat, du bist ja nun jemand, der bei den Comedians ist in Samstagnacht und du hast so ein gewisses Image. Und jetzt kommst du an diese Deutsche Post AG, die zwar fantastisch ist, aber doch eher verschnarcht wirkt. Und hat man da nicht Angst, dass man sozusagen die Kunden verschreckt? Wurde das irgendwie erforscht und sagt, ja, Stefan Jürgens, das ist der Mann, der dazu passt? Naja, sie wollen halt ein bisschen an ihrem Image kratzen und sie haben halt den richtigen Präsenter gesucht. Und meines Wissens haben sie 3 oder 4 Piloten mit dem Postminister Bötsch gemacht. Der kam gut an bei den 80- bis 124-Jährigen, aber ja. Sie wollten halt ein bisschen in die Zielgruppe gehen und da war ich es dann. Und gibt schon Ergebnisse, ob das, ich meine, es sind ja Millionen, die da in dich investiert haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Hat sich das gelohnt für die Post? Wahnsinn. Also es geht ab ohne Ende. Ist es so? Ja. Die Marktforschung ist unterwegs, aber ich denke, es sieht ganz gut aus im Moment. Ja. Also die Leute schreiben nicht nur mehr, sondern sie schicken es auch wieder mehr ab. Ja, und fangen es. Ja, ja. Es war ja auch toll, dass dieser eine Spot mit der Bayern-Briefmarke, ja? Dass man die Bayern jetzt für 1,10 Mark haben kann. Gibt es denn da noch irgendwie andere Briefmarken in der Richtung? Oder? Ja, ich habe ja lange versucht, Briefmarken zu sammeln, aber bei mir zu Hause fliegen die ja immer so rum. Ich habe dann irgendwann mal die blaue rum Mauritius ans Finanzamt geschickt, das war doof. Und ich habe mir aber ein paar mitgebracht, die wollte ich mal zeigen. Das sind Briefmarken, die Deutsche Post AG leider nicht autorisiert hat. Ich habe sie auch deshalb gesammelt, vielleicht kann ich die Kamera mal zeigen. Ja, wir haben eine Handkamera, die da sozusagen total nah
rangeht. Ist eine Kamera, ist eine Briefmarke, das ist jetzt ein bisschen weit weg. Vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen näher ran. Fantastisch, da. Danke. Zum Beispiel hier, das ist die Briefmarke für die Imkertage London. hier, das wird dich interessieren, weil das ist ja derzeit eure Lieblingsband. Hartmut Engler, ja. Der Liebling des Monats Wunderbar. Oktober. Wunderbar, das ist ja. Dumpfbacken-Kongress 1997. Dann haben wir hier noch eine schöne, das ist Grauer Star. Vielleicht kann man das mal sehen hier. Noch mal ein bisschen näher. Grauer Star, 17 Jahre Grauer Star. Und daneben ist auch noch eine ganz schöne, das ist Filmriss 97. die sind bei der Post AG nicht angekommen. Ich persönlich fand sie sehr schön. Ja. Wollte ich dir mitbringen. Ich danke dir, das ist ja wahnsinnig lieb. Das sind sozusagen Briefe aus deiner privaten Sammlung. Ich habe auch mal so einen Adenauer-Block. Als Adenauer gestorben ist, gab es irgendwie Sonderbriefmarken, die waren in einem Block. Und den habe ich auseinandergerissen, damit er besser ins Album passt. Und ich habe nicht gewusst, dass das nur einen Wert hat, wenn es im Block ist. Also, ja. Habe dann aufgehört zu sammeln. Naja. Stefan, es ist ja endlich soweit. Du kommst ja auch wie fast jeder meiner Gäste direkt von der Frankfurter Buchmesse, nehme ich an, oder? Ja, ich komme so gerade aus dem Flieger noch mehr oder weniger. Ja, es ist noch dein... Noch vor dem Jetlag, weil ich bin falsch umgeflogen. Das war klasse. Wirklich? Ja, ja. Wie bist du denn geflogen? Ja, über Frankfurt, Los Angeles und so weiter hin und zurück. Also, ich habe eine lange Promotion hinter mir. Dieses Buch heißt TV... To Die. Und das ist ja nicht nur ein ganz schön, wie soll ich mal sagen, cleveres Wortspiel. Ja, sehr hintergründig. Denn du schreibst ja für die Zeitschrift TV Today. Ja. Und das heißt also, ist das so, wie wir es alle mit unseren Büchern machen, dass wir in die Schublade aufmachen, sagen, da haben wir ein paar alte Texte, klebt die doch mal zusammen und guckt, ob einer kauft. Ja. Oder... Ja. Ganz so ist es nicht. Oder hast aber... du dich hingesetzt und hast niegelnagelneu dieses Buch geschrieben? Du, ich hab's gemacht wie Hera Lind. Ich hatte mal 2 Stunden Zeit und habe 4 Bücher geschrieben. Davon ist dann eins rausgekommen. Und das ist also, das ist so quasi jetzt the best of ja. von diesen 4 Büchern. Ich habe und das ist schon zusammengeschrieben, also das habe ich mir schon ausgedacht zum Teil. Ja, also was kostet das Buch? 19,90. Ja, das ist nicht zu viel. Nee, das ist okay, das ist absolut drin. Es ist auch sehr schön optisch aufbereitet und es geht ausschließlich ums Fernsehen, ja? Im Prinzip, ja. Ja. Du gehst natürlich auch hart mit Kollegen um. Ich habe sofort geguckt, wo ich komme. Ich finde, ich komme ziemlich weit hinten. Und ich habe die Stelle gefunden. Es ist die Stelle, wo du schreibst, bei Samstagnacht testen wir stundenlang die Witze. Und dann wird entschieden, ob sie in die Sendung kommen oder an Harald Schmidt verkauft werden. Ich werde es mir ein bisschen früher bringen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das Buch ist also jetzt kurz auf dem Markt? Ja, seit einer Woche, ja. Ja. Hast du schon erste Verkaufszahlen? Weiß ich nicht. Wir haben noch nicht zählen können, weil die Buchläden noch voll stehen von Interessenten. Also. Ja, ich verstehe das. Wichtig ist in so einem Fall immer direkt an der Kasse. Ja, 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 weißt du, so, geht's zum, vor allem so, zum Mitnehmenpreis ja und so. Neben den Frauenkalender fürs nächste Jahr so direkt daneben. In der Richtung. Täuscht mich mein Eindruck oder bist du bei Samstagnacht eher weniger zu sehen in letzter Zeit? Ja, ich bin da bedingt durch die ganzen anderen Dinge, die ich mittlerweile gerne mache, natürlich etwas seltener im Bild. Ich habe meinen Ausstieg erklärt fürs Ende dieser Staffel und trete da jetzt noch sehr regelmäßig als Gast auf, aber die Zeit ist sehr reduziert. Ja. Was ist der zweite Film? Also Campus von Sönke Wortmann? Ich habe noch 2 TV-Movies gedreht im Sommer für RTL. Was sind das für Rollen, die du da spielst? Das erste war ein sogenannter Katastrophenfilm über ein Busunglück. Dort spiele ich den Busfahrer. Wirklich? Ja. Also ein Kurzauftritt oder? No, nein, nein, nein. Also es ist schon ein langer Film. Es war auch ein langer Bus. Also ist schon in Ordnung. Ja, und das zweite TV-Movie, das ist auch so eine neue Gattung, TV-Movie. TV-Movie, ja. Im Grunde ein Fernsehfilm mit Inhalt. TV-Movie, ja. Und der Arbeitstitel hieß dann auch Sweet Little Lies, weil es am TV-Movie ist. Ja. Wird ja alles amerikanisiert. Mittlerweile hat man auch die Dispo-Seiten, wo man am nächsten Morgen dann zum Set gefahren wird. Das ist mittlerweile alles auf Englisch, das heißt dann Rehearsal. Und man steht eine halbe Stunde davor, so als Ruhrgebietler wie ich, und weiß nicht, was es bedeuten soll. Das ist Sweet Little Lies, ist eine Komödie mit Leander Hausmann gedreht, auch für RTL. Und die kommt, glaube ich, auch irgendwann im April, Mai. Wie ist es denn jetzt, wenn du als Comedian von Samstagnacht wieder sozusagen in die ernsthafte Schauspielerei wechselst? Also ich weiß, dass es das nicht gibt, aber du weißt, man so in Deutschland so Unterschiede. Ja, Schokoladen. Begegnen dir da Kollegen irgendwie abweichen, die am Theater immer der Kunst treu geblieben sind und sagen, nun kommt dieser Spaßvogel. Tja, also... Hast du damit Kritik zu tun, Stefan?
Ja, sagen wir es mal so, also die Schwellen, die sind bei manchen Leuten schon da, das kann man merken. Ach, Sie wollen auch mal, ja schön, ich hoffe, haben Sie viel Spaß beim Drehen, wir sind ja sehr gespannt aufs Resultat und so, das kann schon mal passieren zwischendurch, aber ich sehe das ganz gelassen, ehrlich gesagt. Mir macht meine Arbeit Spaß und mir macht es umso mehr Spaß, in den verschiedenen Genren zu wühlen, um auch zu behaupten, dass ich das gerne tue und auch versuche, auch das einigermaßen gut zu machen und dass ich auch behaupte, ich kann das einigermaßen. Und ich habe da keine Berührungsängste mit. Es macht auch ein bisschen Spaß, in Deutschland einfach mal bewusst gegen diese Kategorien zu arbeiten. Da bin ich gerne als einer der Ersten da irgendwie dabei und es wird Zeit, dass sich das auch verändert. Aber ich sehe das völlig gelassen. Und dein Sender RTL hat dich ja nicht bestraft, die das mit vielen anderen macht und in die Wüste geschickt, weil du ihm untreu geworden bist, sondern er gibt dir sozusagen TV-Movies an die Hand. Ja, wir haben da eine gute Zusammenarbeit auch im letzten Jahr gehabt und ich arbeite für andere Sender wie für RTL und das habe ich auch immer gemacht. Das habe ich vorher während der Sendung gemacht und mache es auch jetzt, wo ich ein bisschen sporadischer dann noch auftrete und ich sehe da gar keine Probleme. Stefan, ich sag's nochmal, TV Today, 19,90 €, der Hit auf dem deutschen Taschenbuchmarkt in diesem Herbst, meine Damen und Herren. Vielleicht parallel zur Platte von Sam Fox. Und Stefan, tausend Dank, alles Gute, tschüss, gute Nacht.